Wir kommen jetzt zum letzten Einzelplan des Tages, im Einzelplan 15. Und als erstes hat sich Frau Dr. Sommer von der SPD-Fraktion gemeldet. Sie haben noch gut 7 Minuten. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Haushalt im Bereich Wissenschaft und Kunst versucht, in vielen Bereichen nachzusteuern. Viele bekommen ein bisschen mehr Geld. Aber glücklich und zufrieden sein kann eigentlich keiner so richtig. Nach wie vor gibt es an hessischen Hochschulen Unsicherheiten in den Karriereperspektiven, vor allen Dingen durch befristete Beschäftigung. Passend zur Debatte ist heute im Wiesbadener Kurier zu lesen, Zitat, 15 Verträge in 6 Jahren, endlos befristet, Uni-Mitarbeiter prangern seit Jahren prekäre Arbeitsbedingungen an, Besserungen wurden versprochen, doch getan hat sich nicht viel, Zitat Ende. Der neue Hochschulpakt bringt zwar Verbesserungen, aber keine verbindlichen Vorgaben, in welchem Umfang Stellen zu entfristen sind, sodass prekäre Beschäftigungen nach wie vor vorhanden sind. Hochschulen sind weiterhin unterfinanziert, sind abhängig von der Einwerbung von Drittmitteln, und die Studierendenzahl steigt. Das Personal steigt aber nicht mit dem Anstieg der Studierenden. Zwar hat die Landesregierung die Finanzmittel erhöht, um den steilen Anstieg der Studierendenzahl abzufedern. Allerdings ging das zulasten der Qualität des Studiums. Gute Lehre und Betreuung sind schwieriger geworden. Die Betreuungsrelation, die seit Jahren immer schlechter wird, geht man einfach nicht konsequent an. Dabei ist Hessen im Bundesvergleich mit deutlichem Abstand auf vorletztem Platz. Den Hochschulen kann man hier keinen Vorwurf machen, da das Personal aufgrund von Mangel an Mitteln nicht entsprechend aufgestockt werden konnte. Es ist eine der zentralen Aufgaben, meine Damen und Herren, wie Hessen, eines Bundeslandes wie Hessen, die Rahmenbedingungen für gute Bildung herzustellen. Und dieser Aufgabe kommt die Landesregierung nur in Grenzen nach. Uns ist ein Anliegen, gute Beschäftigung und Perspektiven für Nachwuchs zu schaffen und für gute Arbeitsbedingungen an unseren Hochschulen zu sorgen. Deswegen wollen wir mit unserem Ansatz den Mittelbau stärken und die Betreuungsrelation verbessern. Denn nur mit guter Betreuung der Studierenden werden auch erfolgreiche Studienkarrieren absolviert. Ich möchte kurz auf Studienschwerpunkte eingehen. Gerade Sozial-, Bildungs- und Gesundheitsberufe leisten wertvolle gesellschaftliche Arbeit am Menschen. Dies verdient Anerkennung und Förderung von Anfang an, meine Damen und Herren. Aber die Studienplätze decken längst den Bedarf nicht ab. Wir müssen die Studiengänge attraktiver machen und bedarfsgerecht anbieten, denn die Daseinsvorsorge kann nur durch genügend Personal gesichert werden, meine Damen und Herren. Dies gilt neben den Sozial- und Bildungsberufen auch für die Medizin. Nur jeder zweite Hausarzt bekommt derzeit eine Praxisnachfolge. Die KV berichtet, dass für 2 ausscheidende Ärzte 4 nachfolgen müssen. Um die gegenwärtige Versorgung zu halten, müssen mindestens doppelt so viele Fachärzte für Allgemeinmedizin ausgebildet werden. Wir setzen uns deswegen für die Schaffung weiterer Medizinstudienplätze ein, für mehr Praxisanteile, eine verbesserte Verknüpfung von Theorie und Praxis, um die gesundheitliche Versorgung auf dem Land und in der Stadt sicherzustellen. Auf die Landarztquote ist Nancy Faeser gestern schon eingegangen. Diese halten wir diesbezüglich für einen sinnvollen Baustein, der uns weiterhelfen kann, meine Damen und Herren. Unbestreitbar ist auch der Lehrerkräftemangel an nahezu allen Schulen. Mit dem Hessen-Stipendium wollen wir mehr Lehrer gewinnen, dem Lehrermangel entgegenwirken. Hier hat die Landesregierung versäumt, wirklich draufzusatteln, um den Herausforderungen gerecht zu werden und Perspektiven zu schaffen, meine Damen und Herren. Auch mangelt es an Bauingenieuren für Straßenplanung und Straßenbau. Hier braucht es gute und qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Mithilfe von Studium Plus soll zusätzlicher Nachwuchs ausgebildet werden, um dort dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Und, meine Damen und Herren, wichtig ist uns, dass Wissenschaft aufs Land kommt. So kann man Nachwuchskräften vor Ort wohnortnahe Möglichkeiten bieten. Ein Campus wie in Limburg auszubauen, ist ein Instrument, Perspektiven zu schaffen. Wissenschaft auf dem Land ist ein Beitrag zur Zukunftsfähigkeit und Stärkung ländlicher Regionen. Das ist regionale Wertschöpfung, Wissenstransfer. Denn, meine Damen und Herren, wenn junge Erwachsene, beispielsweise wie in Limburg, eine qualifizierte Ausbildung und Karrierechancen erhalten, bleiben sie in ihrer Heimat im ländlichen Raum, sind weiter in Vereinen engagiert, beleben das Gemeinwesen, bauen ein Haus, kaufen ein und sind Teil der Gesellschaft. Sie wandern eben nicht ab und bleiben wertvoller Bestandteil der Region. Das ist in Zeiten des demografischen Wandels essentiell. Deswegen machen wir uns für den Ausbau in Limburg stark. In der Wissenschaft braucht es insgesamt gute Studien- und Arbeitsbedingungen, gute Perspektiven, und wir dürfen nicht zulassen, dass Menschen abwandern, die wir in Hessen brauchen. In der Wissenschaft muss man aber auch sicher arbeiten können. Neben dem Gesundheits- und Arbeitsschutz haben uns in den letzten Monaten Hackerangriffe gezeigt, wie wichtig die IT- bzw. Cybersicherheit ist. Projekte an Universitäten und Athene sollen daher noch besser unterstützt werden, um Sicherheitslösungen zum Wohle von Wirtschaft, Gesellschaft und Staat zu entwickeln, meine Damen und Herren. Und last but not least möchte ich die Förderung der Musikschulen ansprechen. Teilhabe, meine Damen und Herren, darf eben nicht nur Kultur für Gutverdienende sein und vom Portemonnaie der Eltern abhängen. Hessen ist hier Schlusslicht. Nur ein einziges Bundesland gibt noch weniger für Musikschulförderung aus. Musikschulen müssen hier 80% aus Elternbeiträgen finanzieren, weil die schwarz-grüne Landesregierung die Vorstellung hat, die Eltern können das schon einmal bezahlen. Das ist aber nicht so. Viele Eltern können sich das einfach nicht leisten. Wir brauchen einen Etat, der die Zukunft der Musikschulen sichert, meine Damen und Herren. Als SPD ist es Anspruch, dass alle von der Musikschulförderung profitieren können, auch insbesondere bildungsferne Familien. Uns geht es insgesamt um gute Beschäftigung und Perspektiven für den Nachwuchs, damit wir weder Schlusslicht noch Mittelmaß in Hessen bleiben und uns weder im Bund wie bei der Exzellenzinitiative noch auf internationaler Ebene verstecken müssen, und dass wir die Potenziale der Menschen in Hessen heben, sie teilhaben lassen und nach ihren Möglichkeiten fördern. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Dr. Sommer. Nächster Redner für die Fraktion der CDU ist der Kollege Andreas Hofmeister. Ihm verbleiben ganze 11 Minuten und 6 Sekunden. Herr Hofmeister, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Dann bedanke ich mich zunächst einmal bei meinen Fraktionskolleginnen und Kollegen für die reichhaltige Redezeit. Ich beginne erst einmal mit einem Vorschlag. Ich glaube, der ist sozusagen im Sinne aller Kolleginnen und Kollegen aus dem WKA. Vielleicht können wir das nächste Mal die Reihenfolge der Einzelpläne bei der zweiten Lesung auswürfeln. Dann haben wir als Wissenschaft- und Kunstpolitiker auch einmal die Chance, bei Tageslicht sozusagen diesen Haushaltsplan zu debattieren. Aber das nur einmal als Anregung an die PGFs. Man möge es mitnehmen. Also, lieber Holger, du nimmst das vielleicht einmal mit. Gut, aber jetzt zum Thema. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, auch wenn die Oppositionsfraktionen, wie gerade bei den Sozialdemokraten erlebt und gleich sicherlich von anderen Vertretern auch noch zu erwarten, sich bemühen, ein anderes Bild zu stellen, ist der Einzelplan 15 des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst ein absoluter Zukunftshaushalt. Hochschulen und exzellente Forschungseinrichtungen sind wichtige Grundlagen für Innovationen und zukunftsträchtige Arbeitsplätze und damit für die wirtschaftliche und soziale Stärke unseres Landes. Und ich sage,
Zukunftshaushalt auch deshalb, weil die Hochschul- und Forschungslandschaft in Hessen auch in 2020 weiter gestärkt und bereits Vorsorge für die Zusagen aus dem Koalitionsvertrag für den Hochschulpakt 2021 bis 2025 getroffen wird. Die Grundfinanzierung der Hochschulen steigt nach dem aktuellen Hochschulpakt in 2020 um über 39 Millionen Euro. Und für den neuen Hochschulpakt 21 bis 25 ist eine gleichbleibende Zuwachsrate von 4% auf breitere Bemessungsgrundlage vorgesehen. Und selbstverständlich wird auch für die auf Bund-Länderebene vereinbarte Fortsetzung des Hochschulpaktes, nun genannt Zukunftsvertrag, selbstverständlich die notwendigen Kofinanzierungsmittel bereitgestellt. Das sind klare Bekenntnisse der Hessischen Landesregierung, der sie tragenden Koalition zum Bereich Wissenschaft, Hochschule, Forschung in diesem Bundesland. Und das werden wir auch weiterhin im Blick halten. Und natürlich gilt bei all dem ein herzliches Dankeschön den Verantwortlichen an unseren 15 staatlichen Hochschulen. Der Studierendenaufwuchs der letzten 15 Jahre war enorm. Wir als Hessen befinden uns da in der Spitze im Ländervergleich. Und ja, selbstverständlich haben wir eine große Herausforderung im Bereich der Betreuungsrelation. Aber dort wirken wir mit verschiedenen Maßnahmen entgegen und werden das noch fester auch begleiten. Aber man muss sich doch einmal eine Frage stellen. Warum entscheiden sich so viele junge Menschen dazu, in Hessen ein Studium aufzunehmen? Über 261.000 Studierende sind an unseren Hochschulen eingeschrieben. Und dabei kommen diese Studierenden nicht nur aus unserem eigenen Bundesland, sondern aus anderen Bundesländern und auch zahlreich aus dem Ausland. Kommen die etwa deshalb, weil unsere Hochschullandschaft nicht attraktiv wäre? Nein, im Gegenteil. Wir haben eine attraktive Hochschullandschaft in Hessen, und wir müssen sehen, dass sie natürlich noch attraktiver für die Zukunft wird. Und ein wesentlicher Beitrag, der zur Ertüchtigung unserer Hochschullandschaft seit vielen Jahren beiträgt, ist das Hochschulbauprogramm Heureka, das seit vielen, vielen Jahren nun dafür sorgt, dass die baulichen Kapazitäten unserer Hochschulen erweitert und der große Sanierungsbedarf der Bauten aus den 60er und 70er Jahren verringert wird. Und es möge bitte keiner bestreiten, dass die Umsetzung der Bauprojekte an den Hochschulen für einen enormen Innovationsschub gesorgt hat und es den Hochschulen auch eine Planungssicherheit in finanzieller Hinsicht bietet und auch in den Fragen der Standortentwicklung. Das kann man bei den verschiedenen Spatenstichen, die immer regelmäßig vorkommen oder auch Richtfesten, immer wieder besichtigen, dass die Spitzen der Hochschulen, sei es Universitäten, sei es HAWs, bei allen kritischen Anmerkungen im Detail am Ende sagen, mit Heureka haben wir das erhalten, was wir brauchen, nämlich zuverlässige Grundlagen, wie wir unseren Campus am Standort XY weiterentwickeln und für unsere Studierenden, für die Forscher, für die Lehrenden attraktiv gestalten. Und Heureka wirkt, die Ergebnisse sind wirklich im Positiven zu besichtigen. Ich erinnere einmal an einen Spatenstich an der JLU in Gießen Anfang November letzten Jahres für den Neubau des International Graduate Center for the Study of Culture. Da hat der Präsident im Rahmen seiner Rede dann gesagt, ja, die Campusentwicklung, die schon lange notwendig gewesen wäre, ist durch Heureka mit zuverlässigen Planungsgrundlagen nun so, wie wir sie uns vorstellen. Und damit können wir Gießen weiterhin zukunftsfähig ausbauen. Das sind Botschaften, die wir sehr gerne hören und uns motivieren, Heureka selbstverständlich in den Fortsetzungsprogrammen weiter zu stärken. Und natürlich machen wir unsere Hochschulen auch fit für die neue Runde der Exzellenzstrategie. Das seit 11 Jahren erfolgreich wirkende Löwe-Programm wird fortgesetzt und weiter gestärkt. Und ja, wir haben uns auch vorgenommen, die Etablierung eines wissenschaftlichen Mittelbaus an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften zu ermöglichen. Und nicht unerwähnt darf natürlich auch der eigene Digitalpakt Hochschul bleiben, der Studium, Lehre und Forschung im digitalen Zeitalter nachhaltig flankieren wird. Und wir stärken die Studierendenwerke, unterstützen hier natürlich auch das Feld des studentischen Wohnens. Ein ganz konkretes Beispiel für hilfreiche Maßnahmen im Landeshaushalt ist die über unseren Änderungsantrag eingebrachte Erhöhung des Trägerzuschusses von 800.000 € für die Kinderschutzambulanz am Universitätsklinikum Frankfurt am Main. Dieses Kompetenzzentrum zur Behandlung von misshandelten, vernachlässigten und sexuell missbrauchten Kindern und Jugendlichen leistet eine besonders wertvolle Arbeit für die Schwächsten in unserer Gesellschaft, die wir gerne über das bisherige Maß hinaus unterstützen.
Erlauben Sie mir zum Ende des Kapitels Wissenschaft und Forschung noch eine Bemerkung zum Vorschlag der SPD betreffend eines Campus Limburg der THM. Wir haben als Koalition von CDU und GRÜNEN sehr gerne in der letzten Wahlperiode unterstützt, mit Studium Plus eine Außenstelle in Limburg aufzubauen. Das war ein sinnvoller Schritt. Das war ein sinnvoller Schritt, eine der mittlerweile 6 Außenstellen von Studium Plus in Limburg anzusiedeln, mit einer engen Verzahnung von Wirtschaft und Wissenschaft, bedarfsgetragen. Und da braucht es weiterhin Unterstützung, um hier in etablierten und erprobten Strukturen Studium Plus als duales Studienangebot zu erhalten und auszubauen. Und bei einem Besuch im Dezember konnte ich mich mit dem Kollegen Fallmann davon überzeugen, ja, das Angebot wird zunehmend besser angenommen, und da bleibt es auch wirklich attraktiv, daran zu arbeiten. Aber zu glauben, dass wir jetzt hier einen eigenen Campus aufbauen könnten, Frau Kollegin Dr. Sommer, wir haben als Limburg, Region Limburg-Weilburg, einen durchaus Vorteil, dass wir nämlich durchaus umringt sind und in relativ kurzen Entfernungen von Hochschulstädten. Wenn wir einen eigenen Campus dort wollten, dann muss der auch richtig attraktiv sein. Da muss dann richtig, ja, auch das Angebot für Studierende da sein, sich dafür zu entscheiden. Und deshalb, lieber lassen Sie uns Studium Plus als sinnvolles Modell weiterhin verfolgen, dort auch noch weiter stärken, gemeinsam mit der THM, aber einen eigenen Campus, ich glaube, das ist von Ihrer Idee her nicht zu Ende gedacht. Meine Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, auch der breit aufgestellte und attraktive Bereich von Kunst und Kultur in Hessen wird mit dem vorliegenden Entwurf des Haushalts 2020 weiter gestärkt. Unser Land hat große kulturelle Traditionen, bedeutende kunst- und kulturhistorische Schätze und eine lebendige kulturelle Szene mit unterschiedlichsten Schwerpunkten. In diesem Jahr werden für den Bereich rund 260 Millionen € bereitgestellt. Für die Jahre 2020 bis 2023 stehen für den Haushalt Kunst und Kultur insgesamt 43 Millionen € zusätzlich zur Verfügung. Ich will einige wenige Felder für die CDU-Fraktion aus dem Bereich von Kunst und Kultur herausheben. Da ist einmal die Förderung von Musikschulen. Diese steigt an, um die kulturelle Bildung in der Fläche zu stärken, um möglichst vielen, gerade auch jungen Menschen, die bereichernde Erfahrung im Umgang mit Musik zu ermöglichen. Und das im engen Dialog, nicht zuletzt mit dem VDM, und mit der Bitte natürlich auch an die Landkreise und Kommunen vor Ort, unterstützend zu wirken. Wir stärken den Hessischen Museumsverband weiter als zentralen Ansprechpartner der staatlichen, kommunalen und privaten Museen. Wir leisten eine wertvolle Arbeit in der Fläche. Wir haben für Sanierungsmaßnahmen unserer 3 Staatstheater von 2020 bis 2024 insgesamt 78 Millionen € eingeplant. Und mit der Auflage des Kulturprogramms Herkules, der Sanierungsoffensive für unsere Schlösser, Burgen und Gärten, haben wir ein wichtiges Programm vorgesehen, um unsere historischen Liegenschaften im ganzen Land für künftige Generationen zu sichern. Und nicht unerwähnt lassen möchte ich, dass wir auch das Hessische Landesarchiv mit zusätzlichen Mitteln bei der Digitalisierung des Archivguts unterstützen, um das Gedächtnis unseres Landes qualifiziert und fundiert zugänglich zu machen. Und ein weiteres Beispiel für konkrete Maßnahmen im Bereich von Kunst und Kultur. Wir stärken das Gedenken an den Dramatiker Georg Büchner mit einer eigenen Position für das Büchnerhaus in Riedstadt-Gödelau. Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Schluss und danke zunächst einmal namens der CDU-Fraktion Staatsministerin Dorn und Staatssekretärin Azar für die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesem ersten Jahr der Koalition. Der Einzelplan 15 des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst ist gemeinsam mit dem Einzelplan 18 verankerten Bauprogramm ein absoluter Zukunftshaushalt. Wir sichern damit die Grundlage für Innovation und Fortschritt durch eine attraktive Hochschul- und Forschungslandschaft, fördern eine breit angelegte Kulturlandschaft und erhalten unser kulturelles Erbe als Verpflichtung gegenüber künftigen Generationen. Und diesen Weg wollen wir als Koalition von CDU und GRÜNEN im Hessischen Landtag weiter beschreiten, um Hessen auch zukünftig als starkes Wissenschafts- und Kulturland in der Mitte Deutschlands zu gestalten. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Hofmeister. Viel weniger hätte Ihnen die kluge Politik des parlamentarischen Geschäftsführers der CDU auch gar nicht übrig lassen dürfen, denn es fehlen noch 21 Sekunden. Also, Sie haben die Redezeit fast vollständig ausgeschöpft. Nächster Redner für die Fraktion der AfD ist der Kollege Dr. Grobe. Herr Dr. Grobe, Ihnen stehen noch zur Verfügung ganze 12 Minuten und 5 Sekunden. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Betrachtet man den Einzelplan 15 etwas genauer, stellt man fest, dass der Haushaltsentwurf des Wissenschaftsministeriums zur Spielwiese der GRÜNEN geworden ist. Hier zeigt sich ganz deutlich, dass den GRÜNEN Klientelpolitik vor Gemeinwohl geht. Aber es ist nicht nur Klientelpolitik, sondern es geht Ihnen einmal mehr darum, den Marsch durch die Institutionen zu vollenden. Dies kann oder will die nach links abgedriftete Merkel-Bouffier-CDU offenbar nicht zur Kenntnis nehmen. Lassen Sie es mich auch anders ausdrücken. Die GRÜNEN haben sich zu einer ökomarxistischen Radikalopposition entwickelt, für die der Umweltschutz lediglich ein Vehikel zur Systemveränderung ist. Sehr geehrte Abgeordnete, bevor Sie sich echauffieren, erlauben Sie mir die folgende Feststellung. Es handelt sich hierbei um ein Zitat des ehemaligen CDU-Generalsekretärs Heiner Geißler. Das waren offenbar noch Zeiten, verehrte Kollegen der inzwischen entkehrten CDU, nicht wahr? Die flächendeckende Umsetzung des Kulturmarxismus geht notwendig einher mit der konsequenten Umerziehung unserer Bürger. Und genau deshalb setzen wir von der AfD hier den Rotstift an. Denn uns geht es darum, Politik zur Stärkung des Gemeinwohls umzusetzen. Das heißt, anstelle von Schreibtischutopien die gegebene Realität in den Mittelpunkt zu stellen. Wir sind angetreten für den Kampf um die Freiheit des Bürgers. Sie hingegen verfolgen das Ziel, für gewisse Minderheiten in Deutschland die kulturelle Hegemonie zu erringen. Daher setzen wir uns für die Streichung der Mittel in Höhe von 4,7 Millionen € für die Landesarbeitsgemeinschaft der Kulturinitiativen und soziokulturellen Zentren ein, da der Soziokultur eine ideologische Stoßrichtung innewohnt. Die Kunst ist hier lediglich das Vehikel zum Transport des Kulturmarxismus. Finanzielle Unabhängigkeit ermöglicht es der Kunst, sich Freiräume zu erschließen und darin Generationenüberdauerndes erschaffen zu können. Staatliche Subventionierung führt hingegen letztlich zur politischen Abhängigkeit und generierte z.B. die Werke des sozialistischen Realismus. Die Fraktion der AfD hält es dagegen mit dem Motto der Wiener Sezession: der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit. Es sollen jedoch nicht nur die gesamten Mittel dieses Buchungskreises gestrichen werden. Vielmehr wollen wir die Fördermittel für den Landesverband Hessen im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge verdoppeln. Es bedarf für einen anständigen Menschen keiner Begründung, dass die für Deutschland Gefallenen angemessen zu würdigen sind, meine Damen und Herren. Leider wird dies auch anders gesehen, wie die Bundesregierung mit den Toten des Ersten Weltkriegs bei Langemarck jüngst demonstrierte. Diese erhielten ihre letzte Ruhestätte in einem Pappkarton. Demgegenüber gehen die US-Amerikaner, Briten und Franzosen würdevoll mit den Toten der Weltkriege um. Um alle Kriegsfriedhöfe und Denkmäler unseres Landes vor Verfall und Vandalismus zu bewahren, müssen die Fördermittel für die Arbeit des Volksbundes erhöht werden. Doch das sehen Sie anscheinend nicht so, denn für das angestrebte Bundland ist dieses Andenken nur hinderlich. Sehr traurig, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich nunmehr für einige durchaus sinnvolle Änderungsanträge von CDU, GRÜNEN, SPD und FDP Dank sagen. Die Linkspartei hat ja nichts beigetragen. Denn wir betreiben, im Gegensatz zu den Kartellparteien, die FDP ausgenommen, keine Obstruktionspolitik. Anträge, die das Gemeinwohl stärken, erhalten unsere volle Unterstützung. So haben wir die Mittelerhöhung für die Kinderambulanz am Universitätsklinikum Frankfurt zugestimmt.
Denn es gehört zu unserem vornehmsten Anliegen, Gewalt sowie sexuellen Missbrauch an Kindern unbedingt Einhalt zu gebieten und diese mit allen gegebenen Mitteln zu bekämpfen. Ähnliches gilt für die SPD-Anträge zur Ausweitung der Studienkapazitäten in Medizin sowie die tarifliche Bezahlung von Musikschullehrern. Die SPD-Anträge wurden, wie die beiden von der FDP, zur Stärkung der IT-Sicherheit sowie für den Verzicht auf Bibliotheksgebühren von den Regierungsfraktionen leider abgeschmettert. Die AfD begrüßt ausdrücklich die einstimmig erfolgte Erhöhung der Fördermittel für das Jüdische Museum in Frankfurt sowie das Hessische Landesarchiv für dessen Digitalisierung. Lassen Sie mich nunmehr zu den Änderungsanträgen im Bereich der Hochschulen kommen. Hier gibt es in der Tat einiges zu kritisieren. So möchten CDU und GRÜNE etwa die in ihrem Genderdeutsch Studierendenwerken mehr Geld zuweisen, damit diese Prüfungsängste und psychische Schwierigkeiten der Studenten bekämpfen können. Hierfür gibt es seit Langem fachlich versierte Dienstleister. Tatsächlich sollen hier Symptome mit viel Geld, 750.000 Euro, kuriert werden. Symptome, die sich oftmals erst aufgrund geringerer Studierfähigkeit bei den Studenten einstellen. Zielführend wäre es, Ursachenbekämpfung vorzunehmen durch Investitionen in das auf das Studium vorbereitende gymnasiale Schulsystem. Die Landesregierung verfolgt hingegen die Sozialpädagogisierung der Hochschulen. Und das ungeachtet der Tatsache, dass die gegenwärtige Anzahl von ca. 282.000 hessischen Studenten ein absolutes Maximum darstellt. Zugleich wollen CDU und GRÜNE noch mehr Jugendliche an die Hand nehmen, indem Schülern aus Familien ohne Hochschulerfahrung eine intensive Studienorientierung zuteilwerden soll. Ich frage Sie, wäre es nicht angebrachter, Schüler aller sozialen Schichten die Vorteile beruflicher Bildung näher zu bringen? Meine Fraktion fragt sich, ob Sie es zulassen wollen, dass die Sozialpädagogisierung der Schulen nunmehr auch auf die Hochschulen übergreift. Viel effektiver wäre es, ein weiterführendes Schulsystem zu fördern, das einzig nach Leistung selektiert und den ausgewählten Schülern wieder die allgemeine Studierfähigkeit garantiert. Hierdurch wäre auch für spätere Studierende der ersten Generation in hohem Maße Chancengerechtigkeit gewährleistet. Die Koalitionsspielwiese hält jedoch noch weitere Überraschungen bereit. So soll ein Masterstudiengang Beratung im Kontext Rechtsextremismus installiert werden. Frage: Ist dies eigentlich eine originäre Aufgabe einer Hochschule? Antwort: Nein, denn eine derartige Beraterqualifikation hätte genauso wenig wie ein Master im Kontext von Linksextremismus oder Islamismus mit Wissenschaft im Humboldtschen Sinne nichts gemein. Unser Vorschlag, die Minimierung extremistischen Gedankengutes, kann viel effektiver erzielt werden, wenn Ihre Politik sich an den Bedürfnissen des eigenen Volkes ausrichtet. Bedenken Sie dies in einer Stunde der Muße. Kommen wir nun zu einem Punkt, der bei unserer Fraktion Stirnrunzel auslöste. In vielen Buchungskreisen werden versteckte Haushaltsmittel erhöht, die jedoch erst zusammengenommen ein unerwartet klares Bild ergeben. Es handelt sich hierbei vornehmlich um die Flüchtlingsförderung an unseren Hochschulen. So sollen etwa Sprachkurse ausschließlich zu deren Förderung genauer für Asylbewerber angeboten werden. Da bei fast allen Flüchtlingen per Grundgesetz keine dauerhafte Bleibeperspektive gegeben ist, ist jede auf mehrere Jahre angelegte Fördermaßnahme verschwendetes Geld der Steuerzahler. Die Beherrschung der deutschen Sprache ist eine der Grundvoraussetzungen zur Aufnahme eines Studiums. Die Übernahme der Kosten für die Inanspruchnahme eines hierzu gegebenenfalls erforderlichen Sprachkurses ist dabei ein vom Studenten einzufordernden Beitrag zu dessen Eigenverantwortung. Aus ähnlichen Gründen werden von uns der Hessenfonds für Flüchtlinge, die Anerkennungsberatung für Bildungsqualifikation, die Stelle für Beratung im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung sowie Landesmittel für die Studienkollegs abgelehnt. Auf diese Weise sparen wir fast 5,8 Millionen € ein. Im Weiteren möchte meine Fraktion dazu anregen, eines unseres Erachtens förderungswürdigen Postens, der jedoch in den Einzelplänen nicht vorgesehen ist, einzuführen.
An unseren Hochschulen wird ein Erfolgsbudget für Exzellenz, Wissenstransfer und wissenschaftlichen Nachwuchs dringend benötigt. Tatsächlich treffen wir genau das Gegenteil an. So werden Mittel in Höhe von ca. 20,5 Millionen € für die explizite Berufung von Frauen als Professorinnen sowie für die Förderung von Frauen in MINT-Fächern bereitgestellt. Hören Sie zu, Frau Wissler. Ich frage Sie, ist hier etwa der Tatbestand der Diskriminierung erfüllt? Nach Ihrer Wahrnehmung, verehrte Jünger der Gender Studies, gibt es doch weit mehr als zwei Geschlechter. Aufgrund des grundgesetzlich verankerten Gleichheitssatzes müsste jede Maßnahme, welches eines dieser Geschlechter benachteiligen oder bevorzugen, als rechtlich unzulässig bewertet werden. Verehrte Kollegen, wir brauchen keine Frauenförderung, wir brauchen Fachkräfteförderung, sei es Mann oder Frau. Die Antwort auf eine Kleine Anfrage unserer Fraktion im letzten Jahr war zu entnehmen, dass Genderforschung in Hessen pro Jahr 2,2 Millionen € kostet. Hier eine Kostprobe der hessischen Genderstudien. Erstens. Männlichkeitskonstruktionen am Beispiel Fleischkonsum und Veggieboom kosten 35.000 €. Zweitens. Der Wandel der Gebärkultur in Deutschland kosten 51.000 €. Und schließlich die von mir persönlich favorisierte Studie, jeder bleibt für sich allein, Friedhöfe als Kommunikations- und Alltagsorte, auch hier 51.000 €. Ich bin mal gespannt, welche davon einen Nobelpreis erhält. Sehr geehrte Abgeordnete, vermutlich bemerken Sie, dass wir auf diesem Weg nicht weiterkommen werden. Lassen Sie uns daher gemeinsam wieder ausnahmslos in wirkliche Wissenschaften investieren und nicht in Unsinn. Wir brauchen zielorientierte Förderung von Lehre, Forschung und Entwicklung, nicht mehr, nicht weniger. Investieren wir zugleich auch großzügig in Projekte zur Erhaltung unserer deutschen Kultursprache, welche laut der Allgemeinen Erklärung der UNESCO auch zur kulturellen Vielfalt gehört. Bedenken Sie dabei stets, Deutsch war jahrhundertelang Sprache der Wissenschaft und muss es wieder werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Grobe. Für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN spricht die Kollegin Eisenhardt. Frau Eisenhardt, Sie haben noch genau 12 Minuten und 23 Sekunden. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wissenschaft und Kultur sind keine weichen Faktoren, wenn es um unsere Demokratie geht, sondern sie sind tragende Säulen unserer Gesellschaft. Deshalb investieren wir in Kultur und Wissenschaft. Im Haushalt 2020 weiten wir die Kulturförderung deutlich aus, in ihrer ganzen Breite. Soziokultur, freie Szene, Filmförderung, aber auch kulturelle und musisch-kulturelle Bildung. Insgesamt ein Plus von 10 Millionen € in 2020. Damit stärken wir den Stellenwert von Kunst und Kultur in Hessen. Danke schön. Wir stärken damit auch den Beitrag, den Kunst und Kultur für den gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten. Manchmal ist dieser Beitrag eher indirekt, manchmal aber auch sehr direkt sichtbar. Mit einer 500.000 € institutionelle Förderung des Jüdischen Museums in Frankfurt beteiligt sich das Land an der Sichtbarmachung und am Gedenken an ausgelöschtes jüdisches Leben. Möge es uns Mahnung sein, uns heute jederzeit für ein sichtbares und sicheres jüdisches Leben einzusetzen. Ich möchte auf drei weitere Schwerpunkte unserer Kulturförderung eingehen. Ein Schwerpunkt der neu investierten Mittel ist die Verbesserung der prekären Situation von Künstlerinnen und Künstlern. Wir haben die Mindestgage für Schauspielerinnen erhöht und stärken mit einem neuen Atelier- und Raumprogramm Kulturschaffende in Stadt und Land. Auch für die Musikschulen wollen wir 2020 die Förderung erhöhen und uns mit den Kommunen und Trägervereinen gemeinsam auf den Weg machen, eine Perspektive für Musikschülerinnen, Lehrerinnen und Musikschullehrer in Hessen zu schaffen. Für uns ist der Weg klar.
Wir wollen raus aus einer prekären Beschäftigungs- und Raumsituation in Kunst und Kultur. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Künstlerinnenförderung und die Bewahrung des kulturellen Erbes von Frauen. Hier leisten Institutionen wie die Kinothek Asta Nielsen, das Archiv Frauen und Musik sowie das Archiv der Deutschen Frauenbewegung bereits wichtige Arbeit, die wir weiter fördern. Die Wertschätzung des Schaffens von Künstlerinnen ist für uns eine Querschnittsaufgabe, die wir in allen Bereichen der Förderung berücksichtigen. Drittens stärken wir die Kultur im ländlichen Raum. Für uns sind Kultur in Stadt und auf dem Land gleich viel wert. Deshalb haben wir als Fraktion einen Antrag gestellt, die Förderung des erfolgreichen Programms Landkulturperlen auszubauen und um Regionalmanagerinnen und Regionalmanager zu ergänzen. Diese sollen zentrale Ansprechpersonen in Sachen Kultur sein, die Kulturschaffenden, insbesondere Ehrenamtliche, vor Ort beraten, unterstützen und sie bei ihrer Arbeit entlasten. Wir investieren in unsere Hochschulen. Die Mittel des neuen Hochschulpakts werden ab 2021 um jährlich 4% steigern. Diese Steigerung ist die Grundlage für bessere Beschäftigungsbedingungen und ein besseres Betreuungsverhältnis von Professuren und wissenschaftlichen Mitarbeitern zu Studierenden. Das ist eine große Herausforderung, die leider nicht mit 3 Millionen € zu schaffen ist, wie sich das die SPD vorstellt. Wir erhöhen die Mittel mit dem Pakt im dreistelligen Millionenbereich, und das mit einem deutlich verbreiterten Grundbudget, das mehr Planungssicherheit schafft. Allein in 2021 wird die Erhöhung der Mittel für die Hochschulen über 70 Millionen € betragen. Und wir schaffen einen Kodex für gute Arbeit. Und wir schaffen 300 neue Professuren. Das ist ungefähr die Größe der TU Darmstadt. Damit können wir gemeinsam mit den Hochschulen die Bedingungen für die Studierenden und die Beschäftigten spürbar verbessern. Mit dem Hochschulpakt schaffen wir auch erstmalig originäre Mittel für den Ausbau des wissenschaftlichen Mittelbaus an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Sie sind besonders dafür geeignet, Forschung und Wissenstransfer im Bereich der sozialen Arbeit sowie in vielen wirtschaftlichen Feldern voranzubringen. Der Aufbau des Mittelbaus stärkt die Hochschulen in ihrer Zusammenarbeit mit kleinen und mittelständischen Unternehmen. Es ist für uns der nächste logische Schritt nach dem Promotionsrecht. Es liegt in der Natur der Hochschulpakte, dass größere Änderungen in der Finanzierung und der Entwicklung der Hochschulen im Pakt und nicht kurz vor Abschluss eines neuen Paktes kommen. Für den aktuellen Haushalt möchte ich aber ebenfalls drei Schwerpunkte hervorheben. Wir investieren in die offene Hochschule, in der alle, unabhängig vom Bildungshintergrund ihrer Familien, ihrer finanziellen Möglichkeiten und ihrer Herkunft, erfolgreich studieren können. Deshalb wollen wir die Zuschüsse an die Studierendenwerke um 1 Million € erhöhen in 2020, die mit Beratung, studentischem Wohnen und bezahlbarem Essen einen maßgeblichen Beitrag für ein erfolgreiches Studium für alle Studierenden leisten. Weiter wollen wir mit 200.000 € ein dauerhaftes Angebot für Beratung und Begleitung von First-Generation-Studierenden schaffen. Das sind junge Menschen, die als Erste in ihrer Familie studieren. Schülerinnen und Schüler sollen niedrigschwellige Informationen erhalten und bei der Aufnahme eines Studiums weiter mit Rat und Tat begleitet werden. Damit stärken wir die offene Hochschule und die Durchlässigkeit in unserem Bildungssystem. Ein zweiter Schwerpunkt ist der Digitalpakt Hochschule mit 10 Millionen € in 2020. Damit sollen Digitalisierungsmaßnahmen in den Bereichen Forschung, Lehre, Verwaltung und IT-Infrastruktur finanziert werden. Die Hochschulen arbeiten vorbildlich in diesem Bereich zusammen und nutzen erfolgreich Synergieeffekte. Diese Mittel stehen aber natürlich auch für IT-Sicherheit zur Verfügung. Weiter wollen wir mit dem Digitalpakt Hochschule auch die Förderung der interdisziplinären Forschung zu künstlicher Intelligenz durch das Land aufbauen. In einer hochschulübergreifenden Einrichtung für künstliche Intelligenz schaffen wir 20 Professuren
um auf gesellschaftliche und technische Fragestellungen Antworten an öffentlichen Hochschulen zu finden. Der dritte Schwerpunkt ist das Landesforschungsförderprogramm LOEWE und die Stärkung des Profils unserer Hochschulen mit einer Erhöhung der Mittel um rund 2 Millionen € in 2020. Wir haben uns vorgenommen, in dieser Legislatur LOEWE von 60 Millionen € auf 100 Millionen € jährlich zu erhöhen. Dafür entwickeln wir in diesem Jahr LOEWE, aber auch inhaltlich weiter. So ist im Haushalt eine neue Förderrichtlinie vorgesehen. Unser Programm ist einmalig unter den Ländern, wird vom Wissenschaftsrat regelmäßig gelobt, und unsere Hochschulen werden darum zu Recht beneidet. Ein wichtiges Thema aus den Haushaltsanträgen der Opposition möchte ich noch herausgreifen. Die SPD beantragt 3 Millionen € zum Ausbau der Medizinstudienplätze, allerdings ohne Plan und mit einem peinlichen Rechenfehler, Frau Dr. Sommer. 30.000 € sind nicht die Kosten für einen Studienplatz, sondern für einen Studienplatz für ein Jahr. Und in der Humanmedizin geht ein Studium in der Regel deutlich länger als ein Jahr. Damit ist das Geld schafft nicht 100 Plätze, wie Sie planen, sondern deutlich weniger als 10. Unser Weg ist, den Ärztemangel anders zu bekämpfen. Wir wollen 35 Millionen € in dieser Legislatur. Aber woher sollen dann, wenn Sie in Zukunft diese 100 Plätze finanzieren wollen, 300, 400 Millionen € kommen? Unser Weg für diese Legislatur ist, 35 Millionen € in den Ausbau zu stecken von 135 Teilstudienplätzen in Medizin-Vollstudienplätze. Damit leistet das Land einen effektiven Beitrag gegen den Ärztemangel. Lassen Sie mich abschließend noch eine Brücke zwischen Kultur und Wissenschaft mit einer klaren Botschaft Richtung rechter Rand des Hauses schlagen. Wir stehen hinter unseren internationalen Studierenden und Wissenschaftlerinnen, genauso wie wir hinter den Kulturschaffenden unserer vielfältigen Kulturszene in Hessen stehen. Wir werden uns jedem Angriff auf die grundgesetzlich garantierte Freiheit von Wissenschaft und Kunst stellen und ihn als Demokratinnen gemeinsam abwehren. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Eisenhardt. Nächster Redner für die Fraktion der Freien Demokraten ist der Kollege Dr. Büger. Herr Dr. Büger, Sie haben, jetzt muss ich gerade gucken hier auf dem Monitor, 9 Minuten und 28 Sekunden. Ein ganz herzlichen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ich erinnere mich, dass ich mal hier eine solche Rede zum Einzelplan 15 in 34 Sekunden habe halten dürfen. Diesmal habe ich ein bisschen mehr Zeit. Das freut mich. Wobei ich jetzt gestehen muss an der Stelle, ich glaube, das hätte man sogar auch in 34 Sekunden machen können. Denn an Konzepten zu den großen Themen ist leider in diesem Einzelplan, Frau Staatsministerin, ganz wenig drin. Und das ist leider sehr bitter. Leider sehr bitter. Und die auch schon mehrfach erwähnten, und ich wusste, dass das heute kommt, ich möchte zu den großen Linien kommen, die erwähnten 4% für den Hochschulpakt, ja, die sind bitter nötig und überfällig. Die Universitäten haben ja bereits angegeben, dass sie eigentlich 5% brauchen. Aber eines möchte ich hier ganz klar festhalten. Ohne Konzepte, und die kann ich hier nicht erkennen, reichen auch diese 4% nicht aus, weder um die schlechte Betreuungsquote, sie wurde bereits erwähnt, weiter nach vorne zu bringen, noch um unser unbefriedigendes Abschneiden im Bereich der Exzellenzinitiative wirksam zu bekämpfen. Ohne Konzepte ist das auch ein Mittel am Ende ohne Zweck. Und genau diese Punkte möchte ich jetzt noch einmal, da ich mehr als die 34 Sekunden habe, hier entsprechend ausführen. Was meine ich damit? Qualität der Lehre. Qualität der Lehre ist etwas ungeheuer Wichtiges. Es ist immer schwer zu sagen, wie man das misst, aber allgemein anerkannt ist, dass die Betreuungsrelation, also wie viele Studierende sind auf einen Lehrenden, dass die ganz wesentlich ist. Das ist ja wie auch die Klassengröße, die wir bei Schulen haben. Und da ist Hessen
Der Ministerpräsident sagte, Hessen vorne. Nein, nein, da ist Hessen ganz, ganz weit hinten. Bei den letzten Studien, auch die ich kenne, vorletzter, Platz 15 von 16. Ich denke nicht, dass das der Anspruch eines Landes Hessen sein kann und darf. Darf es nicht sein. Und dann, Frau Eisenhardt, loben Sie sich für die 300 Professorenstellen. Na ja, dazu muss man sagen, die haben Sie entfristet. Da ist auch keiner mehr dazugekommen. Es ist wichtig, dass Sie entfristet worden sind. Aber, ja. Und Sie müssen auch eins sagen bei den 4% im Hochschulpakt, die ja schön und gut sind. Sie haben allein eine jährliche Gehaltssteigerung der Summen von rund 2,5%. Das heißt, da bleiben so 1 bis 1,5% übrig. Wenn Sie glauben, uns damit vor dem vorletzten Platz nach vorne bringen zu können, dann haben Sie die Größe der Aufgabe gar nicht verstanden, vor der Sie hier stehen. Überhaupt nicht verstanden. Sondern wir müssen einmal Konzepte finden, wie wir diejenigen belohnen, die eine besondere Qualität in der Lehre haben. Zurzeit belohnen wir nur, incentivieren wir nur für Anzahl. Hier brauchen wir einen weiteren Schritt. Und dieser Schritt ist zumindest in den letzten 6 Jahren nicht in diese Richtung gegangen worden. Und dann will ich einmal einen Blick auf den Punkt Forschung werfen. Unsere Hochschulen, unsere Universitäten haben sich sehr angestrengt. Aber wenn man natürlich einen Stein um den Hals hat, der mir ist, dann ist das eben auch schwierig, durch die schwierigen Gewässer zu schwimmen. Wir haben ein paar Punkte, die positiv herausheben. Aber insgesamt muss man doch feststellen, dass wir ein enttäuschendes, ein unbefriedigendes Abschneiden bei der Exzellenzinitiative haben. Wenn wir mal angucken die Landkarte der Bundesrepublik und schauen überall, wo Exzellenzinitiativen, wo Gelder des Bundes hinfließen und wie tröpfchenweise das nur in Hessen landet, dann kann uns das nicht zufriedenstellen. Hier muss ich leider auch feststellen, Hessen ist hinten und überhaupt nicht vorne. Und Sie haben, meine Damen und Herren, auch keine Ideen. Dass es jetzt so ist, Frau Dörn, mag nicht Ihr Versäumnis sein, aber wo sind die Ideen, wo wir das lösen? Da wird nur gesagt, ja, Löwe ist gut. Im Übrigen, wir hatten schon einmal deutlich mehr als die 60 Millionen € Frau Eisenhardt drin zu früheren Zeiten. Ich finde Löwe auch gut. Wir haben es in der Zeit 2009 bis 2014 auch massiv unterstützt als Fraktion und auch in Regierungsarbeit, auch sonst als Fraktion. Aber eines müssen wir auch festhalten. Offensichtlich ist Löwe nicht so ausgerichtet, dass es uns zur Exzellenzinitiative wirklich dort viel weiterbringt. Wir müssen uns einmal konzeptionell Gedanken machen, wie wir ein grundsätzlich richtiges Mittel auch danach ausrichten. Wo sind diese Gedanken? Wo sind die? Und ich kenne ja auch die Ankündigungen, die hier kommen. Es wird sicher gleich kommen. Ja, das kommt alles. Ich glaube, Sie regieren seit 6 Jahren. Nicht immer nur Ankündigungen machen. Legen Sie doch endlich einmal Ergebnisse vor, an denen wir Sie messen können. Bitte nicht nur Ankündigungen. Und Digitalisierung. Auch da wissen wir, dass Hessen hinten ist, wenn man sich Hochschulen in anderen Ländern betrachtet. Wir haben sie, glaube ich, auch schon genügend viele besucht. Die 10 Millionen, die im Haushalt drinsteht, ja, überfällig. Sie wissen, dass die Hochschulen 5 × 50 Millionen € gefordert haben, um in der Digitalisierung auf Augenhöhe mit anderen Ländern zu kommen. Sie geben gerade einmal ein Fünftel davon jetzt für das eine Jahr. Und wir haben, und man sieht ja auch Probleme. IT-Sicherheit, die Kollegen der Justus- und Siebig-Universität, tun mir sehr, sehr leid mit dem, was Ihnen da passiert ist. Deswegen wollen wir als Sofortmaßnahme, um dort auch zu unterstützen, noch einmal 1 Million € reingeben, wurde sofort abgelehnt. Man hätte ja Schulungen damit zumindest der Mitarbeiter schon einmal an der Stelle unterstützen können. Das ist ja auch viel das Verhalten, was mache ich, wenn solche Mails reinkommen, all das abgelehnt. Oder das Thema Medizin. Wir haben uns hier unterhalten, erst gerade in einer der letzten Plenarsitzungen, wo es beim Thema Medizin darum ging, dass Sie Landarztquoten einführen. Quotierung schaffen Sie denn endlich einmal. Da können wir ja überlegen, wie man gerechnet haben. Ich glaube, das war gar nicht so schlecht gerechnet. Aber egal wie, dann kommen Sie doch mit eigenen Konzepten hin, wie Sie Studienplätze ausbauen und nicht, wie Sie Quotierungen schaffen. Legen Sie doch einmal etwas vor dabei. Auch hier nichts und keine Konzepte. Und stattdessen politische Akzente an fraglichen Stellen, Stellenausbau im Ministerium, ganz viele, den berühmten Beauftragten für Klimaschutz brauchen Sie natürlich. Forschungsfreiheit, große Fragezeichen, wenn Sie als Koalition Zivilklauseln unterstützen. Also eins kann ich sagen noch. Vor 20 Jahren hätten Sie dann IT-Sicherheit überall streichen müssen, denn das fiel immer unter militärische Forschung an der Stelle. Ich glaube, wir schneiden uns völlig etwas ab. Und dritter Punkt Ihrer Klein-Klein-Liste. Sie loben sich dafür, dass Sie sagen, ja, weniger Befristungen.
Also weniger Befristung, muss man sagen. Daueraufgaben dürfen durchaus auch dauernd dargestellt werden. An Hochschulen gibt es halt nicht so viele Daueraufgaben. Aber Sie müssen auch dafür einmal sorgen, dass Gelder dauerhaft hereinkommen. Das liegt halt auch an vielen nur befristeten Mitteln. Und eines ist auch klar, das wird am Ende auch teurer werden. Und die Frage ist doch, sollen das die Hochschulen alles aus den 4% bezahlen, also 2,5 schon für die Steigerung? Wenn da noch einmal 1% reingeht, dann bleibt eigentlich überhaupt nichts mehr übrig. Auch das ist an der Stelle nicht ausfinanziert. Und damit komme ich zur Kultur. Auch bei der Kultur kann ich feststellen, wo Sie versuchen, Impulse zu setzen, da ist es eher bei Randthemen. Theaterförderung ist uns sehr wichtig. Das ist uns Konzeptförderung wichtig. Was hieß es dort in der kursorischen Lesung? Na, da gibt es Absichtserklärung. Das ist das typische Wort, vielleicht, was man über diese Haushaltsberatung schreiben würde. Absichtserklärung. Wir haben vor, anstatt mal zu sagen, was machen wir. Und tatsächlich macht man dann Projektförderung, manchmal auch Projektchen, Kleinstbeträge, die man herausgibt, manchmal auch für Randthemen. Manche Themen finden wir gut, manche finden wir weniger gut. Aber die großen Linien fehlen. Was ich schön finde, Kollegen Krüger sehe ich hier, Thema Musikschulen. Wir haben ja gemeinsam eine Anfrage gestellt. Offensichtlich hat sie den Denkprozess beschleunigt an dieser Stelle. Auch da war Hessen ganz, ganz weit hinten. Wir werden jetzt mit etwas mehr Geld nicht ganz so weit hinten sein, immer noch relativ weit hinten. Schön, dass es gemerkt worden ist, wollen wir ja mal positiv an der Stelle darstellen. Aber auch dort haben wir noch viel zu tun, um auch nur ins Mittelfeld der Länder hineinzukommen. Und Themen wie die Bibliotheken. Das Beste ist doch, wenn die Bücher, wenn die Medien benutzt werden. Wir haben über 700 Bibliotheken, die wir landesweit fördern. Warum können wir denn nicht sagen, wenn wir das fördern, dann soll die normale Nutzung, also nicht jetzt, wenn einer überzieht bei einem Buch, kostenfrei sein? Nein, sowas. Ich habe einfach das Gefühl, der Antrag kommt von der falschen Seite, und deshalb wird er abgelehnt. Meine Damen und Herren, ich stelle fest, in diesem Haushalt viel klein, keine großen Linien, Konzepte insgesamt fehlen. So bleibt Hessen hinten und kommt es nicht nach vorne. Und um Ihnen so am Ende dieses Tages noch einmal ein schönes Zitat mitzugeben, der Großmeister Sun Tzu, einer der ältesten Strategen, hat einmal geschrieben, weil er zwischen Strategie und Taktik, und das große Linie ist die Strategie, da hat er geschrieben, Strategie ohne Taktik, das ist der längste Weg zum Sieg. Aber das, was Sie machen, Taktik ohne Strategie, das ist der kürzeste Weg zur Niederlage. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Dr. Büger. Nächste Rednerin für die Fraktion DIE LINKE ist die Fraktionsvorsitzende der LINKEN, Frau Kollegin Wissler, die wieder, was uns alle sehr glücklich macht, gesundet ist offensichtlich. Sie haben, Frau Kollegin, ja, es macht uns glücklich, 5 Minuten 35, bitte schön. Die einen mehr, die anderen weniger vielleicht. Aber so wird das sein, aber ich wollte es nicht ausführen. Sie meinte ich gar nicht. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Drei Punkte möchte ich gerne ansprechen in der knappen Zeit. Zum einen natürlich der entscheidende Punkt im Einzelplan 15, nämlich der Bereich der Hochschulen. Hier haben wir nach wie vor eine chronische Unterfinanzierung der Hochschulen, auch wenn der Hochschulpakt etwas mehr Geld beinhaltet. Es ist schon angesprochen worden, diese Zuwächse werden aufgefressen durch die Tarifsteigerungen, durch andere Kostensteigerungen. Also es bleibt hinter dem Notwendigen zurück. Und es zeigt sich, und das ist ja teilweise schon angesprochen worden, eben zum Beispiel an der Betreuungsrelation an hessischen Hochschulen, die auch im Vergleich zu anderen Bundesländern auf einem sehr weit hinten ist und wir hier große Probleme haben. Es zeigt sich aber auch bei der nach wie vor schwierigen Situation mit den Befristungen im Mittelbau, mit den prekären Beschäftigungen. Das ist nach wie vor ein riesiges Problem, woran sich auch nichts geändert hat, woran sich auch nur dann etwas ändern wird, wenn die Finanzierung der Hochschulen sich auch verändert. Und deshalb, es geht ja nicht nur um die Frage, dass zu wenig Geld für die Hochschulen ausgegeben wird, sondern auch die Frage, wie die Mittel denn verteilt werden. Und da ist schon unsere Kritik nach wie vor, dass die Grundfinanzierung nach wie vor zu niedrig ist und dass wir eben Exzellenzinitiativen haben, also wie LOEWE, also die landeseigene Exzellenzinitiative, über die zwar sehr, sehr viel Geld verteilt wird,
aber der Löwenanteil in den letzten 10-12 Jahren an die Uni Frankfurt gingen, an die TU Darmstadt und noch ein bisschen noch an die Uni Gießen. Die anderen Unis also vergleichsweise wenig davon bekommen haben und die HAWs, besser bekannt als Fachhochschulen, teilweise überhaupt, fast überhaupt nichts bekommen haben. Und, danke schön. Und die Musikhochschule und die Kunsthochschule ja faktisch fast davon ausgeschlossen sind von diesen Mitteln. Ja, also deswegen finde ich nach wie vor, dass die ungerechte Verteilung der Mittel durch LOEWE ein Problem sind. Zum einen, weil es keine gerechte Verteilung der Mittel ist an die Hochschulen und zum anderen, weil sie wiederum prekäre befristete Beschäftigung fördern. Weil wenn das Land selber Drittmittel vergibt, dann führt das eben dazu, dass noch mehr Beschäftigung befristet ist, weil es eben Projektverträge sind. Und deswegen lehnen wir dieses Programm nach wie vor ab, meine Damen und Herren. Wichtiger wäre es, die Grundfinanzierung zu stärken und nicht Programme wie LOEWE zu haben. Den zweiten Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, sind die sozialen Belange der Studierenden. Und da müssen wir natürlich noch einmal reden über die Unterfinanzierung der Studierendenwerke. Dass wir eine Landesförderung haben, die mittlerweile auf einem so niedrigen Stand ist, dass man eigentlich sagen kann, die Studierenden fördern sich selber. Dass die Zahl der Studierendenwohnungen, der Zunahme der Studierendenzahlen überhaupt nicht standhält. Wir mittlerweile eine Versorgungsquote in Hessen haben, die weit unter dem Bundesdurchschnitt ist. Und das gerade in den Städten, wo wir ein dramatisch hohes Mietniveau haben. Wir haben die letzten Tage wurde darüber diskutiert, ob das Frankfurt ist, aber auch Marburg und Darmstadt und auch in Kassel, wo die Mieten derartig ansteigen und dann Studierende eben keine bezahlbare Wohnung finden, weil die Versorgungsquote mit Studierendenwohnungen derartig schlecht ist. Also deswegen auch in dem Bereich muss was passieren. Erstens mehr Studierendenwohnungen Schnell muss das passieren. Wir fordern 2.000 Studierendenwohnungen pro Jahr. Das fordern wir seit Jahren. Und seit Jahren passiert da einfach viel zu wenig. Und wir brauchen auch mehr Geld für die Studentenwerke, weil darauf sind gerade die Studierenden angewiesen, die eben nicht aus reichen Familien kommen, die aus Familien kommen, wo sie wenig Unterstützung haben und auf die auf diese soziale Infrastruktur angewiesen sind, meine Damen und Herren. Und den dritten Punkt, den ich gerne ansprechen möchte. Das ist der Bereich Kunst und Kultur. Da möchte ich durchaus etwas positiv ansprechen. Da hat sich nämlich mit der neuen Ministerin in der Tat etwas getan im Bereich Kulturförderung. Könnte auch natürlich mehr sein, aber ich glaube, das würden Sie selber auch sagen. Aber da will ich schon feststellen, es gibt mehr Mittel, unter anderem für die freie darstellende Szene, für die Soziokultur. All da hat das Land jetzt mehr Geld für bereitgestellt. Und ich begrüße auch ausdrücklich, Frau Ministerin, dass Sie die Erhöhung der Mindestgagen für Schauspielerinnen und Schauspieler an den Staatstheatern, dass Sie das auf den Weg gebracht haben. Damit verdienen die immer noch zu wenig, aber das ist ein richtiger Schritt auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und das freut mich auch sehr, weil wir erleben ja oft in diesem Landtag, dass Anhörungen völlig ergebnislos sind. Und nun haben wir eine Anhörung gehabt, wo ich glaube, die hat wirklich etwas bewegt. Und es war nicht nur die Anhörung, sondern es war die Initiative von vielen Kulturschaffenden, die auf ihre Situation aufmerksam gemacht haben. Und da hat der Wissenschaftsausschuss ja fraktionsübergreifend beschlossen, wir machen mal eine Anhörung und hören uns mal an, wie die soziale Situation der Kunstschaffenden in diesem Land eigentlich ist. Und da muss ich sagen, Respekt, es ist nicht selbstverständlich, dass eine Ministerin sich so eine Anhörung von vorne bis hinten anhört. Und vor allem ist es nicht selbstverständlich, dass danach etwas passiert. Von daher an der Stelle haben Sie unsere volle Unterstützung. Das ist richtig, dass daraus Konsequenzen gefolgt sind. Da muss sicher noch viel mehr passieren. Und das ist noch viel Frau zu Kollegin tun. Wissler, also aber das freut ab mich sofort ganz befinden Sie sich in dem Wiedersehensbonus, Wiedersehensfreudebonus, den ich Ihnen hier gestatte. Aber Sie können noch ein bisschen weiterreden. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Meine Stimme ist immer noch so angeschlagen, dass ich nicht auf meine normale Redegeschwindigkeit komme. Deswegen. Also, der Kopf funktioniert, das ist nur die Stimme. Also, ich komme aber zum Schluss. Also, das ist sicher richtig. Es gäbe jetzt noch viel zu sagen zum Thema Bibliotheken, zum Thema Musikschulen, zum Thema Museen zusammengefasst. In diesem Einzelplan würde ich durchaus zugestehen, gibt es etwas Licht, aber es gibt eben auch viel Schatten, weshalb wir Ihnen am Ende dann auch nicht zustimmen werden. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank, Frau Kollegin Wissler, und weiterhin gute Besserung. Für die Landesregierung spricht Frau Staatsministerin Dorn. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich bin die letzte Rednerin. Ich weiß, dass Sie sich alle darauf freuen. Ich freue mich auch ganz besonders, dass ich die letzte Rednerin bin. Wir haben gleich einen wunderbaren Haushalt zu beschließen. Und ich darf eigentlich meinem geschätzten Abgeordneten Hofmeister recht geben, dass es schön wäre, wir würden die Einzelpläne mal ein wenig mischen. Aber als Wissenschaftsministerin bin ich dann doch froh, dass ich vorher die interessante bis erschütternde Debatte über die Frage des Klimawandels mit angehört habe. Und mir war noch einmal klar, warum gerade diese Bereiche Wissenschaft und Kunst so unglaublich wichtig sind für diese Gesellschaft. Denn was wäre diese Gesellschaft ohne die Fakten, ohne die Möglichkeit, rationale Argumente gegeneinander abzuwägen, komplexe Problemlagen wie den Klimawandel in seiner Gesamtheit zu erfassen und Maßnahmen dagegen zu finden? Genau dafür braucht es die Wissenschaft. Und auch ohne Kultur hätte die Politik, die Gesellschaft den kritischen Spiegel nicht. Kein Anstoß für neues Denken. Und auch da wurde leider gerade deutlich, Sie haben es ja gerade selber auch gesagt, Herr Grobe, wo Sie den Rotstift besonders gerne ansetzen wollen, nämlich da, wo die kritische Meinung eben nicht. Doch, genau darum geht es, wo nämlich genau Ihre Meinung nicht wiedergespiegelt wird. Das sind genau die Bereiche wie Gender in der Wissenschaft, wie Klimaforschung in der Wissenschaft. Genau da wollen Sie den Rotstift ansetzen. Und genau das hat unseren erheblichen Widerstand, sehr geehrte Damen und Herren der AfD. Denn für beide Bereiche, und das ist ein ganz elementarer Grundsatz, für Wissenschaft und Kultur gilt, Freiheit ist die Grundvoraussetzung, und die gilt eben auch dann, wenn sie nicht der eigenen Meinung entspricht. Das gilt für das kulturelle Schaffen, das gilt für die Wissenschaft. Und, meine Damen und Herren, deswegen werden wir diese mit aller Kraft verteidigen. Und ich freue mich, dass wir, damit wirklich diese Freiheit existiert, wir verlässliche Rahmenbedingungen mit diesem Haushalt setzen können und dass wir viele große und kleine Punkte mit dem Haushalt 2020 umsetzen können. Gehen wir in den Bereich der Wissenschaft. Das Thema verlässliche Finanzierung ist eines, was uns seit Jahren umtreibt. Und mit diesem Haushalt 2020 und vor allem in den kommenden Jahren werden wir einen erheblichen Schritt tun, um die Hochschulen mehr Verlässlichkeit bei der Finanzierung zu geben. Die Hochschulpaktverhandlungen laufen noch. Eines steht bereits fest, die 4%. Darum werde ich und werden wir in anderen Bundesländern beneidet, dass wir ein solches großes Finanzpaket auf den Weg bringen. Und das ist ja noch nicht alles. Das ist noch nicht alles. Ganz selbstverständlich ist für uns die Kofinanzierung des Bundespaktes, des Zukunftsvertrags Studium und Lehre. Und nicht nur dabei bleiben wir bei der Kofinanzierung, sondern wir dynamisieren auch diese Mittel. Und das ist wiederum etwas Außergewöhnliches bundesweit. Wir schaffen 300, Herr Kollege Büger, 300 zusätzliche W-Stellen. Es geht nicht um Entfristung, da waren Sie noch sozusagen beim Nachtragshaushalt. Hier schaffen wir 300 zusätzliche W-Stellen, also Professuren, und erreichen damit eine erhebliche Verbesserung der Betreuungsrelation von Professoren zu Studierenden. Und da bin ich bei Ihnen, da müssen wir besser werden. Da sind wir nicht zufrieden mit dem Platz, auf dem wir aktuell sind. Die Verlässlichkeit in der Finanzierung, die wir jetzt erreichen durch Bund und Land, werden wir dafür nutzen, dass endlich sich die Beschäftigungsbedingungen an den Hochschulen noch einmal deutlich verbessern, dass wir die soziale Durchlässigkeit verbessern an den Hochschulen. Denn auch das ist uns ein wichtiges Anliegen, dass wirklich alle die gleichen Chancen haben. Und auch da habe ich gerade noch einmal deutlich gemerkt, wie sehr wir uns unterscheiden von den Ansichten über die Hochschulpolitik bei der AfD. Bin ich bei Ihnen, dass es auch gut so ist. In der Frage der Hochschulen für angewandte Wissenschaften, wir sind sehr stolz, dass wir es geschafft haben, immer noch als einziges und erstes Bundesland das Promotionsrecht für Hochschulen für angewandte Wissenschaften eingeführt zu haben im Jahr 2015. Wir gehen jetzt den zweiten konsequenten Schritt, nämlich den Aufbau des Mittelbaus, sodass wirklich wir es schaffen können, die Forschung an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften zu stärken, dass wir es schaffen können, dass sie ihr eigenes Personal entsprechend aufbauen. Insofern eine konsequente Strategie, Herr Kollege Büger, die genau hier zu finden ist. Und am Ende auch die Frage des digitalen Wandels.
Wir schaffen es in den kommenden Jahren mit 150 Millionen € in dieser Legislaturperiode, einen gemeinsamen Digitalpakt mit Synergie zwischen den Hochschulen nach vorne zu bringen. Das ist eine ganze Menge. Und, Herr Kollege Büger, ich freue mich unglaublich auf die nächsten Monate, wo wir tatsächlich über die ganzen Konzepte und Strategien, die in diesen Bereichen in der Schublade oder teilweise kurz davor sind, entsprechend zu reden. Denn der Hochschulpakt wird am Ende durchaus ein großes strategisches Werk sein. Zum Bereich der Kultur. Kunst und Kultur haben eine zentrale Rolle für die Demokratie. Auch sie zu hegen, sie zu pflegen, ihnen Freiheit zu geben, Verlässlichkeit zu geben, das treibt uns an. Und nicht zuletzt einen Fokus zu setzen auf die soziale Öffnung, auf die Durchlässigkeit innerhalb der Kultur, damit nicht nur Menschen in der Stadt, sondern auch auf dem Land an Kultur teilhaben können, damit nicht nur Menschen mit einem akademischen Background daran teilhaben können, sondern wirklich alle Personen. Also Kultur für alle, das ist unser Leitmotiv. Das macht uns am Ende als Gesellschaft auch zukunftsfähig. Und insofern haben wir einen großen Fokus in den kommenden Haushalt genau darauf gelegt. Wir werden 2020 bis 2023 zusätzliche 43 Millionen € in diesem Kulturbereich geben, also rund 10 Millionen € im Jahr. Ein Bereich wurde schon genannt, die Soziokultur, die wir stärken. Ein Baustein, der insbesondere die Vielfalt im gesamten Hessen, im gesamten ländlichen Raum wie in den Städten nach vorne bringt. Wir haben in der letzten Legislaturperiode diesen Bereich schon verdoppelt in der Finanzierung, und wir gehen jetzt noch einen deutlichen Schritt weiter. Genau wie die freien Theater, auch diese haben wir in der letzten Legislaturperiode schon die Mittel verdoppelt. Auch hier gehen wir noch mit zusätzlichen 800.000 € hinein, weil das für die vielfältige Theaterlandschaft ganz wesentlich ist. Die Filmförderung, die Filmfestivalszene, all die kommen entsprechend voran. Und auch bei den Bibliotheken, Herr Kollege Büger, sind wir durchaus auch aktiv. Ich hoffe, Sie haben es gesehen, dass wir über den Bereich WLAN und die Onleihe entsprechend auch 450.000 € entsprechend weitergeben. Also auch die Bibliotheken sind bei uns im Haushalt durchaus ein wichtiger Stellenwert. Nicht zuletzt die Einkommenssituation der Künstlerinnen und Künstler. Ich freue mich, dass die Mindestgage gerade so gelobt worden ist, denn tatsächlich ist es eine Sache, wo wir bundesweit gerade Achtung erhalten. Das ist besonders deswegen wichtig, weil wir da hoffentlich nicht die Einzigen bleiben, die bei der Mindestgage von Theaterschaffenden endlich einen weiteren Schritt gehen. Diese 300 € über dem Tarifvertrag sind ein deutliches Zeichen, und so wurde es auch anerkannt. Ich denke, es ist ein wichtiger erster Schritt, den wir schaffen können für die Fairness gegenüber den Theaterschaffenden, aber auch für die Zukunftsfähigkeit unserer Theater. Auch Räume für Künstlerinnen und Künstler ist ein großes Problem, gerade im Ballungsraum, aber nicht nur da, auch im ländlichen Raum. Wir wollen Freiräume für die Künstlerinnen und Künstler schaffen, und deswegen haben wir das Atelierprogramm ins Leben gerufen, sodass wir tatsächlich dann auch Möglichkeiten haben, Räumlichkeiten anzumieten von Initiativen. Am Ende ist es, wenn die Frage gerade von Kunst und Kultur so wichtig für die Gesellschaft und die Demokratie ist, ist natürlich auch die Frage, dass wir insbesondere dort genau hinschauen, was unsere eigene Geschichte mit diesen Kunstwerken zu tun hat. Wo kommen diese Kunstwerke her? Ich rede über ganz dunkle Kapitel unserer Geschichte, über NS-Raubgut, über die koloniale Geschichte. Und dort stärker in die Museen hineinzugehen, die Museen zu beraten, damit sie entsprechend ihre Sammlungen weiter durchforsten können. Beim kolonialen Kontext fangen wir damit an. Auch da werden wir die Mittel bei der Provenienzforschung deutlich erhöhen. Und als Letztes, die Förderrichtlinien waren angesprochen. Die Frage der Konzeptförderung, Herr Kollege Büger, genau daran arbeiten wir auch. Sie wissen, das sind komplexe Prozesse, auch bezüglich des Rechnungshofes, um die entsprechend voranzubringen. Aber die Anhörung wurde von Kollegin Wissler genannt. Das war wirklich eine gute Anhörung, aus der auch wir viel mitgenommen haben. Und insofern freue ich mich, dass wir bei dem Bereich Kultur durchaus vielleicht ein paar Punkten auch gemeinsam nach vorne gehen, weil ich glaube, genau dieser Bereich hat das sehr verdient. In solchen bewegten Zeiten können beides, Wissenschaft und Kultur, Leitlinien setzen, Denkanstöße bieten. Und wir müssen die Rahmenbedingungen setzen. Wir kommen mit diesem Haushalt 2020 hier bestens voran. Und ich freue mich über die kommenden Monate und all die Strategien, die wir miteinander diskutieren können. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, verehrte Frau Ministerin. Wir sind damit am Ende der Aussprache zu den Einzelplänen.